So. Nee, heute meine ich, das habe ich gestern schon oft genug gesagt. Sind meine Netherstars fertig? Ja, meine 128 Netherstars sind fertig. Guck ich jetzt erstmal nach dem ME, was ich gestern gebaut habe. Und Melvin, du brauchst mir festhalten. Ja, deswegen. Ich habe ja auch gesagt, dass sie rot sind. Schon. Naja, die Erzfarm. Oh, jetzt weiß. Ne, doch, Insert. Das müsste alles hier reinkommen. Warum braucht das so Ewigkeiten hier? Die Knicks wissen, was los ist. Ja, es ist nicht allzu wild, denn du kriegst da soweit alles an Ressourcen ran. Ja, dann haben wir jetzt. Ich hatte doch noch einen Kompressor, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar drei. Da. Dann hole ich noch einen Importer und einen Exporter. Dann mache ich das gleiche wie bei mir. Dass du gleich die Chunks anstatt die Pieces hast. Okay. Import, da habe ich zum Beispiel noch 6 Stück, das fetzt. Da habe ich noch einen Exporter. Ja, habe ich auch noch 2 Stück. Ui. Melvin, das kostet aber irgendwann was, ne? Oh oh. Ich habe Schulden. Natürlich. Weißt du, wie teuer so ein ME ist? Dann hast du 24 Dia-Blöcke gekriegt. Ich hab Ressourcen ausgegeben für dich und alles. Ja. Wir müssen das ja sowieso irgendwann nochmal umbauen, wenn du das wirklich ins Haus rein willst. Oder in die Kirche. Oder in deinen Hintern. Da wollte ich sie nicht unbedingt. Sagst du jetzt? Ja, so ein bisschen. Vorhin, bevor die Aufnahme an war, hatte ich noch andere Sachen von dir gehört. Kannst schon dazu stehen, zu dem, was du außerhalb der Aufnahme sagst? Dass du mich nicht töten sollst. Das macht ja keinen Spaß. Mich nicht zu töten. Genau. Oh. Oh. Ich muss ja meine Base noch wieder ausleuchten. Du kriegst dort. Das war zu hoch. Melvin, das war zu hoch. Hä? Das war zu hoch. Was zu hoch? So, jetzt. Hä? Nee, warte mal, jetzt ist es zu. Bin ich bescheuert? Jetzt ist es zu niedrig. Was machst du denn da? Bauen. Ich kann die. Oh, du bist wieder bei mir unsichtbar. Warte. Lässt sich gleich ändern. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Melvin in die Base hineinscheiß. Hey. Ich darf. Bist du unter der Base, oder? Nö, jetzt bin ich gerade hier beim ME. Ach, ja, jetzt kann ich dich sehen. So, dann. Oh Gott. Brauche ich einmal das und das. Sind 1. Ich glaube, das ist die geräumigste Kirche, die ich je gesehen habe. 2. Kirche darf gar nicht so geräumig sein. 3, doch. Nee, nicht immer. Doch. Nicht wie eine Faust. Ey, komm, da habe ich sogar hingekriegt, dass wir uns hinsetzen konnten. Ja. 4, das ist jetzt 5. Es müssen insgesamt 7 Teile rauskommen und die haben wir auch. Fetzt. Melvin? Hm? Da hat gerade jemand im DC geschrieben. Hey, Pferd schreibt. Ey, das Pferd schreibt. Oh. Bei mir steht nur, ey, Pferd schreibt. Weil ich nur die letzte Zeile immer sehe. Durch die Ordner, die ich offen habe. Exporter geht raus und da rein. Melvin, wir müssen die Kirche umdekorieren. Nein, müssen wir nicht.
Doch, das Kreuz ist falsch herum. Nein, das ist richtig. Nein, das Kreuz ist falsch herum, ne, Ike? Ich kann gerade nicht. Ich will kein Teufel, keine Teufelskirche. Ich will eine sehr gläubige. So, Melvin, du musst mir jetzt gleich mal einen Gefallen tun. Ja. Du guckst jetzt mal bitte in dein ME rein und sagst mir, ob sich die Iron Ore Pieces zu dem Iron Ore Chunk gleich laden. Okay. Ja, die Dinger werden weniger. Jetzt müsste es ruckzuck gehen. Naja, jetzt werden sie wieder mehr. Jetzt wieder weniger. Ja, weil unten die Erzform halt noch an ist. Mir geht es hauptsächlich um die Pieces. Ja, die werden hergestellt. Ich sehe es. Das Copper wandert zum Beispiel gerade. Oder ist gewandert, ja. Gut, das wird jetzt bei dir hier auch automatisch hergestellt, Melvin. Okay. Ja, Iron Chunk. Ich könnte eigentlich alle drei Kompressoren anschließen. Allerdings ist die Frage, ob das überhaupt was bringt bei dir. Wobei, deine Erzform läuft jetzt erstmal komplett durch. Wäre eigentlich angebracht. So, und damit man das nicht sieht, alles schön verstecken. Gibt's vielleicht ein paar Desk bei DecoCraft? Ich muss viel mit DecoCraft jetzt arbeiten. Du meinst so ein Lectern? Mäßig? Gibt es von DecoCraft? Das heißt Lectern. Okay. Das und das brauche ich gar nicht. Ah! Kann ich das her? Oh, ich kann's herstellen. Oh ja. Oh ja. Hallo? Hallo? Ja! CO2, was? So ein Kreuz solltest du haben, oh. Oder? Was ist das? Genau, so eins! Das ist. Kirchenschändung! Vor allem, was passiert, Melvin? Wenn ich jetzt. Weiß ich nicht. Guck mal. Nein, das brennt ab. Lass das brennt ab. Meine halbe Base ist abgebrannt, schon mal wegen sowas. Apropos abgebrannt, bei mir haben das eh nochmal Haufen Blöcke gefehlt. Ich weiß nicht warum, ich war da 2 Tage offline. War die halbe Base putt. Meine Kirche sollte eigentlich kein... Also, ich bin dafür, wir machen eine Abstimmung. Wer ist alles dafür, dass das Kreuz falsch herum ist, der haut jetzt bitte einmal Melvin. Ich wäre für was anderes. Was? Für was? Für was? Nein! Ach, Ike, das geht wenn dann viel einfacher mit dieser Axt und einmal Rechtsklick auf dem Holzlock. So viel Arbeit. Da sind alle Loks weg in dieser Kirche. Ja, ich baue die Kirche durch den Mod ab. Durch O-Excavation. Soll ich dir zeigen, wie einfach das geht? Ja. Nein! Nee, das kann ich Melvin nicht antun. Okay, ich mach's auch. Aber hast du schon mal bei Tyrox seiner Base das schöne Geschenk von mir gesehen? Ups. Was? Nichts. CO2. Hast du schon den... Jetzt sucht er, wo ich was abgebaut habe. Wir können hier nicht. CO2, hast du schon den Lampion? Hier, ich geb dir die 3 Blöcke, die fehlen. Du darfst ja rausfinden, wo die 3 Blöcke fehlen. In der Zeit gehe ich zu Ike und Tyrox. Hast du schon den coolen Lampion-Pümmel gesehen, den er hat an seiner Mob-Farm? Wow. Oh, naja, Melvin hat schon genug gelitten, jetzt ist mal der Tyrox dran. Soll ich die, gib mir die Blöcke wieder und ich sag dir, wo ich sie abgebaut hab. Ja. Wo? Ungefähr. 3 Stück waren's. Ich hab 3 Blöcke abgebaut. 3 normale auf. Ja? Halt noch mehr hier. 1, 2, 3. Oh wow. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, meine Axt baut 3x3 ab, deswegen. Und weg damit. Oh.
Jetzt musstest du das mal eben richten. Sonst baue ich noch mehr ab. Taylor soll ja auch ein bisschen Spaß haben, wenn er hier ist. Flug. Was kann der? Was ist das? Irgend so ein Flux-Configurator. Also das ist für das Flux-Network. Eine Sache, die Flux. Ja, und in diesem in dieser Minecraft-Version ist das Flux-Network komplett buggy. Warum? Also es macht den Melvin-Move. Genau, es macht den Melvin. So buggy bin ich nicht. Wird von Energiepfeilen abgeschossen. Oh, er ist im letzten Moment zur Seite weggelaufen. Ernsthaft? Oh, was? Was? Das war knapp. Kannst du mich von hier treffen? So. Wenn ich wüsste, wo du bist, ja. Ja, einfach vor dem Eingang und bei Taruk so. Warte, ich muss mal eben den Zoom aktivieren. Und das Blöde ist, ich habe Angst, dass meine Sachen in nichts fallen. Haha. Nicht haha. Haha. Fliegt der durch? Der war, das war knapp. Aber der fliegt bis zu Tarox. Ich wollte genau. Und was wollte ich anfangen? Bis zu Tarox. Kommen die Pfeile eigentlich irgendwann mal wieder runter? Weiß ich gar nicht. Hast du es getestet? Ich schieß grad hoch. Oh. Ja, sie kommen wieder runter. Dann. Man kann eigentlich dann voll viel auf. Einmal. Blut, Alter. Es ist Autofire. Demonic Entity Enchant to a Creator can be killing a mob with a sensitive weapon or by throwing a. Ich hab grad nur noch Rechtsklick gedrückt, ich lass dich mal los. Gesundheit. Ich hab doch Enderperlen. Ich glaube, die Pfeile treffen mich, aber. Warte. Ich hab doch Enderperlen. Da. Ich fange sie einfach ab. Hä? Hey. Okay. Okay. Jetpack wieder laden. Wie hat der CO2 das Demonic Will bekommen von Blood Magic? Rudimental Snare. Ich hab noch welche in meinem System eigentlich. Oh, das ist gut, da gehe ich mir in den Mobs. 26 habe ich noch. Du musst so lange die Viecher abwerfen, bis die Partikel haben. Mit den Dingern. Die kriegen dann so blaue Blubberbläschen-Partikel. Hast du nicht schon ein volles für den Ike? Hä, was hab ich? Will kann ich leider. Hätte ich noch welches, aber den möchte ich nicht abgeben, weil ich den noch brauche. Warum kriegst du Zuckerrohr in mein Inventar? Hier liegen vorm ME. Du kriegst Zuckerrohr ins Inventar, weil der Magnet an ist. Und okay. Ich hier eine Zuckerrohrfarm habe. Sanity Wiff, okay. Achso, da, okay. So, und aus diesen Snares wird dann dieses. Ich zeig's dir mal. Gib mir mal eine. So, wir suchen uns jetzt Mobs. Wir gehen am besten dafür zu dir. Warte. Weil du gehst schon mal vor zu dir. Ich gehe. Wir gehen zu deiner Mobfarm, ist am einfachsten. Ach du Scheiße. Ich glaube, da kommt man gar nicht mehr rein. Oder? Du bist sie gerade aus dem Kopf. Da hinten ist deine Mobfarm. Doch, hier unten ist eine Tür. Ah, fuck, hier drin. Die Hungry-Sticks drin. Okay. Du, ganz halt mal die Hungry-Sticks abgerissen. Überleben die Viecher das? Nein. Überleben sie nicht. Aber es gibt eine Methode, wie sie es überleben. Musst du nur rauskommen. Halt, das war Witchwater, das wollen wir nicht. Das wäre ein bisschen ineffizient.
So. Ja. Dann abwerfen die Dinger. Und so lange abwerfen, bis du so blaue Blubberbläschenpartikel siehst. Und dann? So, hier. Er ist auf mich aggro, werfen wir ab. Warte. Nochmal. Jetzt. Da sind schon die Partikel. Und jetzt töten. Und dann einfach. Ja. Oh, cool. Du hast den Will bekommen. Ja. Und so funktioniert das jetzt. Die Punji-Sticks müssten in einem ME sein. Die da jetzt fehlen. Die ich hatte. Okay. Cool. Ja, die sind im System. Desto böser das Mob, gegen den du das du hast, desto mehr Will droppt es. Tschüss, Spinne. 1, 2. Wenn du Pech hast, funktionieren die Viecher nicht. Warte, ich lass mal was raus. Ist da was Normales bei? Nee, ne? Nee. Dann weg. Und kannst killen. Cool. Alter, warum hab ich Item Frames im Inventar? Nett. Mal da oben aus irgendeinem Grund welche fehlen, egal. Bleibst du mal bitte stehen, du Skelett auf Speed? Es greift so mich jetzt. What the fuck? Ich kill's mal eben. Ja. Na gut, die zwei reichen erst einmal. Hm? Ja, hier fehlen wirklich welche. Und ich bin fast down. Läuft. Erstmal alles da rein. Die Dinger hoch. Ich hab hinter dir den Enderman gekillt. Okay, ich sollte die Attack Range runterdrehen. Upsa. Da war ich weg vom Fenster.